Mein Digimeister, hallo und willkommen zurück zu Digimon, also Let's Play Digimon World DS. Ja, wir waren hier stehen geblieben, dass unser Digimon Weiß wieder einmal leuchtet. Okay. Yep. Ich frage mich, was es sein kann. Oh, das muss ein Oberserver-Anruf sein. Oberserver? Ja, es gibt Top-Digimon, die eben Themas anleiten. Gehen nun zurück in den Leseraum und trifft dort den ersten Oberserver. Oder keine Ahnung, wie das heißt. Okay, werde ich machen. Los, Tsunomon Kaugummi-Ding. Yeah. So, du bist nun ein normaler Thema geworden, aber das ist erst der Anfang. Um ein exzellenter Thema zu werden, musst du dich, musst du sehr viel Wissen und Erfahrung sammeln und von nun an, beginnen deine Aktionen als Thema und werden bla 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 und eingeleitet jedes Mal durch den Observer. Lass mich dich nun einweisen. Es gibt bla bla bla. Leider kam ich gerade nicht dazu, was es bedeutet. Aber bitte sei vorsichtig, ihn nicht irgendwie zu beleidigen oder sowas. Yes, Sir! Azu Longmon! Warum wird das L groß geschrieben? Sind alle dein. Sehr egal. Danke. Grüße an. Ja! Boah! Ein Drachen-Digimon? Richtig. Ich bin ein Observer. Für normale Thema. Azu Longmon. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls schön, dich kennenzulernen. Bevor wir anfangen, möchte ich dir erzählen, dass es verschiedene Observer für jeden Thema-Rang gibt. Ich meinerseits bin für normale Thema zuständig und für dich zuständig, bis du eben ein Bronze-Thema wirst. Lass mich dir da deine Instruktionen geben. Und die anderen Observer, was für Arten von Digimon sind sie? Das ist und bleibt ein Geheimnis. Du wirst es rausfinden, wenn du einen Rang steigst. Und nun zu deiner ersten Aufgabe. Als Thema, du brauchst eine Digifarm. Es ist wichtig. Ich stimme Ihnen zu. Bla bla bla. Das wird alles für durch mich gemacht. Bla bla bla. Wir sollen in den Data Forest gehen, gerade eben rot geschrieben. Und sollen genug Daten finden, um einen Digimon erscheinen zu lassen. Und das wird dann eben in die Digifarm gesetzt, die wir dann kriegen. Ja, Sir. Ja, MP und Harpy. Immer wenn ich ins Digicenter zurückkomme, werden Harpy und MP automatisch voll aufgeladen. Und am Anfang soll ich oft zurückkehren, damit ich immer und immer wieder aufgeladen werde. Ja, danke. Vielen Dank, Azu Longmon. Hoffe, dich zu bewegen. Los, Ed, wir gehen! Juhu, los, Ed! Wir besorgen uns eine Digimon-Farm. Hui! Dafür müssen wir jetzt hier wieder lang. So. Hey, warte mal. Bist du gerade auf dieses Feld gegangen? Ich will in den Data-Wald. Oder Data-Forest, je nachdem, ist ja ein Name. Die Adresse ist, schon drin. In deinem Digivice. So hast du kein Problem. Hä? Adresse? Ja, jedes Feld, außerhalb und innerhalb des Digital-Centers hat einen verschiedenen Server. So dass du, um in andere Felder zu kommen, brauchst du die Adresse, um sie anzusprechen. Ähnlich wie im Internet. Und wie bekommt man die Adresse? Keine Sorge, Adressen zu neuen Feldern werden automatisch in dein Digivice gesendet.
wenn du die Informationen über sie bekommen hast. Ich danke dir, dass du mir das gesagt hast. Nun lass mich in Data Wild Forest gehen. Okay, hab einen sicheren Trip. Danke. So, später werden wir eine Auswahl haben, aber jetzt haben wir nun mal ein Feld. Oh, mit Edge! Okay, new und. Ist da jemand? Hä? Diese Stimme? Paduan! Oh, hey, bitte, hilf uns! Hä? Wovor? Ein Schlägertyp! Ah! Warum gebt ihr nicht auf? Und bekommt mal. Werdet meine. Ich würde jetzt mal Sklaven oder sowas übersetzen oder essen, keine Ahnung. Hey, pass auf, ihr zwei, kommt her. Gaumon ist verletzt worden bei Helfen Kaluon, also tolles Deutsch wieder einmal. So kann deswegen kann er nicht kämpfen. Er hat gedacht, dass das Ding eben einfach ist, so. Und ich habe meine Verteidigung außer Acht gelassen. Lass mich um das kümmern, aber warte mal. Ich bin gar nicht sicher, wie man kämpft. Ark. Wer seid ihr Jungs denn? Es macht nichts aus. Ich werde euch alle einfach zerschmettern. Das ist nicht gut. Was soll ich nur tun? Ist das dein erster Kampf? Ja, ist es. Ich sehe. Dann werde ich dich jetzt einfach mal in Kämpfen unterrichten. Während da der Gegner daneben steht. Wir brauchen aber keine Hilfe. Vielen Dank. Okay. Er ist schon ziemlich schwach vom Kampf mit mir. Also brauchst du nur noch zu gewinnen. Nein, ich bin sicher, dass du gewinnst. Los. Mein erster Kampf gegen ein geschwächtes Goblimon. Yay! Goblimon. Ja, ich nenne es aber trotzdem Goblimon. Also, man sieht hier jetzt Kampfübersicht. Ich hole mal kurz den Mauszeiger. Das Kampfmenü kämpfen, bewegen, Item fliehen. Das Monster, was dran ist. Das nächste Monster, was danach kommt, was danach kommt, was danach kommt, was danach kommt. Hier stehen dann die drei Digimon von mir, jeweils mit ihren ganzen Attributen. Und hier sind die Gegner. Dann fangen wir jetzt mal zu kämpfen. Fight. Charge. Kerl. Okay. Patsch. Oh mein Gott, war das schwer. Er hat bestimmt noch zwei Lebenspunkte. Okay, weiter geht's. Kampf, Charge, Angriff, Confirm, Angriff, Touch, tot. Okay, gewonnen. Juhu, Erfahrungspunkte bekommen. Und jetzt habe ich außerdem auf Weiter geklickt. Geil. Was? Ich habe verloren. Puh. Schön. Ja, wir haben gewonnen. Dank dir, Gaumon. Und in einem anderen Punkt, Und an einem Punkt war ich mir nicht sicher. Ach, du hast das wirklich gut gemacht für dein erstes Mal. Wo wir gerade dabei sind, wie heißt du eigentlich? Ich bin Ann. Nett, euch kennenzulernen. Vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Ja, ich gebe dir ein Geschenk, als Dankeschön. Ich weiß, ich habe Scan-Daten für ein Pokémon. Ich werde sie dir geben. Dank, wirklich? Danke. ich habe Pokémon Scan-Daten erhalten. Und im Übrigen. Ich bin des Übrigen der Kampfhelfer in Union Office. Ja, so siehst du auch aus. Falls du eine Frage über Kämpfen hast, kannst du gerne zu mir kommen und mich fragen. Okay, danke. Ich bin dann zurück im Digital Center. Bye bye! Ich werde dich eh nicht mehr ansprechen, außer ich habe eine Quest. Okay, Oh, mein Digivice. Was ist nun? Azulongmon ruft an. Oh mein Gott! Keine Sorge zur Unruhe. Ich bin's. Ich habe dich von diesem Raum her kontaktiert. Das Union Office, ja, durch den Digivice. Ich sehe. Oder ärgert, ich verstehe. Sieht aus, als hättest du die Daten von einem Digimon bekommen. Wie ich dir versprochen habe, werde ich dir nun deine Digimon-Farm geben. Yay, danke! Ahn! Hast du wirklich eine Digifarm bekommen?
Ich würde wirklich gerne zurückzahlen, dass du mir da geholfen hast und ich werde dir helfen an. Wirklich? Ich will auf deiner Digifarm sein und jedes Mal wissen lassen, dass wenn irgendwas passiert. Ist das okay für dich, Azur Langmon? Gute Idee. Das will also so sicherer sein. Verstanden? Ich werde dir diese spezielle Anstelle, keine Ahnung was, geben. Yay! Danke! Nun dann, ich werde dann zu deiner Digifarm gehen. Tschüss, Kaluon. Bye, bye. Geh zurück zum Digicenter und schau dir deine Digifarm an. Okay, werde ich. Und zurück zur Digimon-Farm. Yay! Okay, aber jetzt einen Moment. Wir sind zurück. Okay, dann mache ich hier mal eben Stopp. Bis nachher.